thing is, the dream guy in the Diamond Casino Resort presents a brand new car available to win today, simply with a so, versuche ich gleich den zu gewinnen. Ich glaube in Torero, Torredor, Torre, keine Ahnung. So, schauen wir mal. Sieht schlecht aus. What's the point of winning if you don't spend it? The hottest fashions are available now at the Casino Store. Discount auf Legendary Motorsport. Schauen wir gleich mal, was es bei Legendary Motorsport so gibt, ob ich da 10% brauchen will oder nicht. Vermutlich nicht. Ich habe alles, was ich brauche. Legendary Motorsport. Pfiste Comet hier reduziert. Naja. Anis ZR350, naja. Ich könnte ja irgendwas kaufen, habe ja 10% Rabatt, aber... Morgen habe ich schon, Juggler habe ich schon, Krieger habe ich schon, Thrax habe ich schon, Paragon Air habe ich schon, die West 8 habe ich schon. Klick habe ich schon, Flash GT habe ich schon. Also ja, es gibt natürlich tolle Fahrzeuge, aber der Pfister Neon. Oder der Coil Raiden. Wobei, wenn man sich überlegt, 10% für mich, 130.000. Unglaublich teuer da die neuen Motorräder. Revolta habe ich ja schon. Pariah auch. Bist du Neon vielleicht?
Mal rasch nachlesen. Pfister Neon versus Coil Raiden. Zwei Viersitzer. Was jetzt auf dem Tesla, das andere auf dem Porsche, okay. Leistung. Neon Top Speed besser. Ein bisschen. Acceleration auch der Neon ein bisschen besser. Handling auch der Neon ein bisschen besser. Overall auch der Neon ein bisschen besser. Allradantrieb. Welche Farbe? Welche Farbe will ich denn? In Weiß, in Schwarz. In Grün ist ein hässliches Grün. In Schwarz. Zehn Prozent. 945.000 habe ich jetzt ein Pfister Neon gekauft. Wunderbar. So, diesen Teil hätten wir. Das Ding versorgen und da ist ja der neue Pfister Neon. Gefällt mir gut. Auch innen mit dem Preis. Mal Panzerung rein auf jeden Fall. Bisschen bessere Bremsen. Den Motor hochpimpen. Nummernschild. Auf Kowalski. Spoiler drauf. Tiefer legen das Ganze. Schusssichere Reifen braucht. Das Minimum. Dunkle Scheiben. Den Motor habe ich schon. Turbo habe ich gar nirgendwo gesehen. Gibt's nicht, okay.
gefällt mir die Serie am besten. Diffusor dran. Das hatte ich im Motorhaube. Doppelstreifen, Einzelstreifen. Und das ist alles. Ist ein bisschen enttäuschend, was man da modifizieren kann. Aber ich lasse es mal ohne Streifen. Hupe, LKW-Hupe, wie immer. Xenon-Scheinwerfer. Diebstahl und Verlust ist eh gegeben. Spiegel. Sind nur ganz kleine Rückfahrkameras. Spiegel, komm. Seitenverkleidungen. Im Primär. Serie finde ich nicht mal schlecht, weil dann passt es da zum hinteren Teil sehr gut. Also wird gelassen, Spoiler hatte ich schon, Federung hatte ich schon, Reifen, Fenster und das war's. Ist das Ding mal fahren?